Servus, ich freue mich, dass Sie da sind heute. Viele Menschen fürchten den Verlust ihres Arbeitsplatzes und sie fürchten auch das Stigma und die Einbußen, die mit einem Jobverlust verbunden sind. Von wegen sind einige meiner Gäste heute überzeugt. Sie sagen, arbeitslos, das kann mir nichts passieren. Das dachte die Eva Maria auch. Sie ist mein erster Gast. Herzlich willkommen. Eva, du bist gerade mal 36 Jahre alt und wie viele Jobs hattest du schon? Viele. Wie viele? Insgesamt 15 verschiedene Unternehmen. 15 ja. Verschiedene Unternehmen. War ein langer Weg bis nach oben. Du hast auf alle Fälle einmal deinen Traumjob gefunden gehabt. Ja. Das war wo? Das war auf meiner Einzelhandelskette, einer Lebensmittelbranche. Und der wurde mir von heute auf morgen entrissen. Ich habe sehr, sehr viel Energie da reingesteckt. Leider auch in der Zeit meine Mutter verloren. Und das hat mir eigentlich alles andere verdrängt. Ja. Ich musste für meinen Papa stark sein, für meine Kinder stark sein und habe das alles mit Arbeit praktisch aufgeholt. Habe dann innerhalb von 2,5 Jahren Filialleitung erreicht. Okay. Das war mein Leben. Das bist heute immer noch sehr aufgewühlt, gell, wenn du daran denkst, an diese Zeit. Ja, es war ein sehr emotionales Thema für mich. Mhm. Überhaupt von heute auf morgen Schluss. Nicht zu wissen, was kommt nachher. Es hat mir einen wesentlichen Teil meines Herzens ganz einfach geblieben. Wie lange warst du dabei? Insgesamt? Ja, in diesem Job. Also in 3 Jahre, aber davon habe ich 3 Monate meinen Vater gepflegt. Mhm. Bin dann wieder zurück. Und dann, wie schnell bist du Filialleiterin geworden? Dann 2,5 Jahre. Und das war eine Zeit, wo du sagst, da hast du sehr, sehr viel gearbeitet. Also der Verlust der Mutter, du hast sie heute ja auch mit. Ja. Du hast sie auf deinem Arm als Blume quasi tätowiert. Sie ist immer bei dir sozusagen. Und dann hast du quasi das mit Arbeit kompensiert, wie du sagst. Du hast gearbeitet. Genau. Und Filialleiterin, und das weiß ich auch aus meinem privaten Umfeld, das ist kein einfacher Job. Du hast Verantwortung, du musst da sein, wenn irgendwas passiert, man muss aufsperren, absperren. Also es ist nicht so einfach. Es ist ja schlimm, dass viele Menschen glauben, dass Menschen, die im Einzelhandel arbeiten, dumm sind und sich nichts anderes finden. Mhm. Das ist wirklich schlimm, vor allem. Die meisten wissen nicht, was für eine Arbeit dahinter steckt. Es fängt nicht an, ich sperre nur das Geschäft auf. Ich muss schon denken, ich muss das erste da sein. Wie habe ich meine Arbeit eingeteilt? Wie sind die Krankenstände? Habe ich überhaupt Personal, dass ich das ausgleichen kann? Dazu kommt ganz einfach, dass die Kundenfreundlichkeit das Letzte, was man sieht, bevor man rausgeht. Ne? Naja, für eine Kassiererin war für mich in meiner Filiale eigentlich das wichtigste Mitglied. Weil wenn man reinkommt bei der Tür, was sieht man zuerst? Normalerweise die Kassiererin und den Kassierer. Mhm. Auch wenn man das Geschäft verlässt, ist das Letzte die Kassiererin, die man sieht im Normalfall. Mhm. Und da entscheidet sich, kommt der Kunde gerne wieder zu uns, genau, oder, bleibt er fern. Gerne, deswegen Kassiererin ist wichtig. Man kann schon sagen, das war für dich so ein bisschen so, nicht nur Beruf, das war Berufung. Du hast das wirklich mit deinem ganzen Herzblut gemacht, diesen Job. Das war für mich sehr wichtig, weil wenn wir zugesperrt haben, habe ich gewusst, was habe ich den ganzen Tag gemacht. Ich habe jetzt Lieferungen weggeräumt, ich habe x Tonnen bewegt, ich habe viele Kunden bei mir gehabt, ich habe Kunden, die ein Produkt nicht gefunden haben, glücklich gemacht. Und wesentlich ist auch, dass viele Kunden zu uns kommen, die ganz einfach alleine sind. Die brauchen auch ein bisschen psychologische Betreuung, ganz wichtig. Und wenn ich weiß, ich habe heute einen guten Tag gehabt, meine Mitarbeiter sind zufrieden, dann funktioniert das auch. Eine Filiale ist ein Organismus. Man glaubt, du bist immer noch dabei. Bin ich auch. Ja? Bin ich auch. Von einem Tag auf den anderen hast du ihn verloren. Wie kam es dazu? Wir haben erfahren, das war ja auch das Schlimme dran, sehr schleifend alles. Wir haben ein Schreiben bekommen, es wurde uns per E-Mail übermittelt, dass die Firma eben in Konkurs geht. Wir sollen auf weitere Anweisungen warten. So. Und dann hat das Telefon gescheppert. Ich war mal komplett fertig im Prinzip. Zuerst einmal geglaubt, ich träume. Kann nicht wahr sein. Und dann hat das Telefon gescheppt. Und dann nach der Reihe meine anderen Mitarbeiter, die an diesem Tag eben frei hatten. Stimmt das wirklich? Ja, stimmt. So. Was macht man da? Zuerst einmal fällt einem komplett alles runter. Alles, was für meinen Fall, was ich erarbeitet habe, war alles weg.
Das war von heute auf morgen weg. Wenn dann auch noch die Lieferungen ausbleiben, wenn die Kunden ausbleiben, wenn wir keine Waren mehr haben, dann stirbt das Geschäft. Es stirbt. Mhm. Der Kreislauf ist gestört. Und es geht so weit, dass du heute noch gar nicht in einen Supermarkt gehen kannst. Also das hat mir so. Natürlich war ich in meiner Filiale einkaufen, ne? Ein bisschen ja. Umsatz erhöhen. Aber es ist, passiert mir heute noch, wenn ich zu einem anderen Unternehmen einkaufen gehe, dass ich mich dabei ertappe, dass ich die Waren vorziehe. Dass ich mich dabei ertappe, dass ich das Obst rieche. Dass ich mich dabei ertappe, ganz einfach der Kassiererin oder den Kassierer auf die Finger schaue. Okay. Auch, dass ich zuerst Hallo sage. Mhm. Das ist nach wie vor. Aber heute machst du ganz was anderes. Wie lange heute machst du dann ohne Job? Wie lange? Ja, dazu muss man sagen, ich fange mal ganz von vorne an. Ich habe mit 19 ein Kind bekommen, direkt nach der Schule. Damals gab es noch kein Karenzgeld und für mich habe ich nur ein Minimum an Familienbeihilfe bekommen. Was machst du jetzt mit deinem Kind? Gut, dann suchst du halt irgendwas. Gut, wie viele Perspektiven hast du? Ohne Job gibt es keine Kinderbetreuung. Habe dann angefangen in einem kleinen Café als Kellnerin aufgrund meiner Schule, die ich vorher gemacht habe. Hat mir gut gefallen, muss aber leider aufhören. Ich bin krank geworden, ich habe eine Lungenentzündung gekriegt durch den ständigen Zug. Ja, und nach 2 Wochen in Krankenstand gehen, da gibt es dann nachher, brauchst gar nicht mehr kommen, ist so. Und habe dann eigentlich immer zwischen Handel und der Baubranche hin und her gewechselt. Und dieses, ich werde nie arbeitslos, wenn das jemand sagt, da kannst du nur lachen, weil es kann wirklich jedem, jeden Tag passieren. Es kann jeden Tag passieren. Es gibt keinen Job, der wirklich sicher ist. Nein, gibt es nicht, sage ich nicht. Ich habe jetzt insgesamt 4 Konkurse hinter mir. Ich bin eigentlich schon sehr gezeichnet, was das angeht. Egal, ob das jetzt Unternehmen waren, ob ich der Hauptsekretärin nicht gefallen habe oder ob der Chef lieber eine Blondine gehabt hätte. Wenn die Sekretärin auch Ängste gehabt hat, dass ich jünger bin als sie, dass ich vielleicht dann ihren Job praktisch übernehme oder ob ganz einfach das Umfeld nicht gepasst hat. Ich musste leider auch 2 Jobs aufgeben, weil die Entfernung zu weit war. Mhm. Im 21. arbeiten und im 23. wohnen. Und um 6 Uhr dort sein, wirklich, das unmöglich. Ist von einem Ende ans andere. Ne? Unmöglich. Aber weil du gesagt hast, es ist, also jeder kann seinen Job verlieren, ja. Jeden Tag. Das wirst du mit Ja beantworten und hunderttausende Menschen auch. Nicht aber mein nächster Gast, weil der Günther hat die perfekte Lösung gefunden, um nie arbeitslos zu werden. Hier ist der Günther. Grüß Gott. Was ist die perfekte Lösung? Sind alle neugierig jetzt? Die perfekte Lösung? Ich bin heute nicht arbeitslos geworden, weil ich 2 Jobs mache. Das heißt, man braucht immer Plan B. Richtig. Mhm. Aber wie geht das? Wie kann man zu einem Fulltime-Job noch einen Job machen? Wie schafft man das? Naja, nachdem man so wie die Eva Maria also einfach versucht, viele Interessen zu vereinen, als Junger viele Ausbildung macht, also viel Praxis macht. Was hast du gelernt? Oder besser gesagt, was hast du beruflich gemacht und welcher Zweitjob kam dazu? Also ich habe einmal gelernt, also Maschinenschlosser. Dann war ich beim Bundesheer. Beim Bundesheer wollte ich eigentlich die Meisterprüfung machen. Also beim Bundesheer nicht, aber danach wollte ich die Meisterprüfung machen. Damals hat man noch müssen 2 Jahre Praxis haben. Das habe ich natürlich nicht gehabt, weil ich auch gleich zum Bundesheer gegangen bin. Naja, da habe ich mir halt gedacht, dann habe ich ein Jahr berufliche Weiterbildung bekommen, vom Bundesheer bezahlt. Habe dann den Versicherungskaufmann gemacht, also 18 Monate mit BÖF-Prüfung. Dort habe ich eigentlich mehr gelernt, als früher 15 Jahre in der Schule. Also Maschinenschlosser und technischer Zeichner nicht. Mhm. Dort hat man dann also auch gelernt, mit Kunden umzugehen, wie man mit Kunden redet, also auch gewisse Buchhaltungen und. Dort habe ich mein geschäftliches Wissen also bekommen. Aber es war, mein Weg war eigentlich immer vorgezeichnet, weil ich immer das machen wollte, was da mein Vater gemacht hat, also Schlosser. Ja, und so hat sich dann also alles ergeben. Dann war ich auch beim Bundesheer, weil ich Panzerfahrer, nicht? Da war ich Versicherungskaufmann und Panzerfahrer. Nicht? Ja. Und dann hat mein Stammlokal also geschlossen, dann habe ich das Lokal übernommen. Ohne, weil da musst du ja theoretisch eine Konzession haben, ne? Ja, die haben wir natürlich auch müssen machen, das ist klar. Eben. Eben, das ist ja nicht so einfach, ne? Ja,
wenn man es haben will, macht man es halt. Und du hattest dann nicht nur ein Lokal neben deinem Job, also sondern ein... Ich habe noch ein zweites gehabt in Klagenfurt, ja. Heute hast du die beiden Lokale nicht mehr. Nein. Aber du hast schon wieder, bist schon wieder in Gedanken bei Plan B. Was ist dein nächstes berufliches Ziel? Naja, ich bin ja noch immer nach wie vor hauptberuflich Monteur, also Maschinenbau und Stahlbau. Und mein Plan B ist, nachdem ich ja schon ein fortgesetzteres Alter habe und nicht bis 65, 70 auf der Baustelle verbringen werde, ist eine Vermittlung von 24 Stundenkräften. Also die Altenpflege. Die Altenpflege, richtig. Weil du weißt, das hat Zukunft. Das hat Zukunft in Österreich. Mhm. Was sagst du dazu, Eva? Mein Papa war ja 3 Monate zu Hause bei mir in Pflege. Ganz, ganz wichtig, was die Pflegekräfte heutzutage kosten und was sie in Wirklichkeit verdienen, ist ganz, ganz Welten dazwischen. Also Pflege ist sicher ein Sektor, der ausgebaut werden muss. Da stimme ich dir voll zu. Wie sind denn die jungen Menschen heute? Sind die sehr arbeitswillig oder würdest du sagen, das war früher anders? Naja, oder gibt es viele, die nicht gern arbeiten und vom Staat leben sozusagen? Viele gehen, machen ihre Ausbildung in eine Schule, dann wissen sie eine Zeit lang nicht, was sie wollen. Ja? Mhm. Dann geht er halt ein Jahr irgendwo nach England oder nach Amerika anschauen, dann kommt er zurück, dann kommt, ist halt die große Erfahrung, dass er studieren gehen möchte, weil arbeiten möchte er deshalb nicht, oder lernen, dann geht er studieren. Und im Großen und Ganzen, dann findet er keinen Job. Weil selbstständig will er sicher nicht machen. Also du meinst, dieses Arbeiten und Arbeiten, also so dieses Gehen, kriegen nicht sehr viele... Naja, es ist aber wichtig, dass man sich... Ja. Wenn er schon dort keinen Job findet, muss er was anderes machen, damit er den zukünftigen Arbeitgeber sagen kann, er ist nicht faul. Sich nicht zu schade sein für irgendeine Tätigkeit. Das war bei der Schilda auch so. Also die hätte sich auch nicht gedacht, dass sie den Job verliert. Aber sie hat jeden angenommen, hieß die Schilda. Schilda, was hast du denn mit 45 begonnen? Meine Lehre. Mit 45, ja. Gratuliere, ein Wahnsinn. Danke. Wie kam es dazu? Weil normalerweise ist man ja quasi 15, ne? Ja, also bevor ich mit meiner Geschichte anfange, also möchte ich mal zuerst anfangen zu deiner Meinung. Ein junger Mensch hat keine Entscheidung oder möchte nicht schaffen oder weiß nicht, wo er hingehört. Ich denke, erstens, eine Frau oder Mortle denkt einmal ganz anders. Denkt eher familiär. Ja. Und am Bub denkt vielleicht Familie, Militär und dann vielleicht ein kleines Reisen. Wer weiß, oder? Aber ich stimme da nicht zu. Das hängt immer vom Menschen selber ab. Ich zum Beispiel, ich habe das leider versäumt. Ich bereue es heute, sicher. Aber ich habe nie damit aufgehört, dazu zu lernen. Aber du warst dir nie zu schade für ihn. Du hast immer gearbeitet und hast dir immer einen Job gefunden. Also so zu Hause sitzen und warten, dass... Nee, eben nicht. Ja. Eben nach der Zeit. Ja. Und dann habe ich natürlich meinen ersten Mann und dann so weiter. Mein Lebenslauf ist dann so... geändert, sage ich mal, ich habe jetzt einen 18-jährigen Sohn, bin eine alleinerziehende Mama, habe aber in der alleinerziehenden Zeit habe ich immer geschaut, dass ich was mache, weil mir das gefehlt hat. Ich kann nicht daheim hocken und warten oder nichts tun. Mhm. Und darum habe ich zum Glück, in der Nähe von mir war ein Color-Shop, wenn ich das sagen darf, habe ich nachgefragt, ob ich dort anfangen kann. Und dann hat man gesagt, ja, das passt. Haben aber davor, wo mein Sohn noch klein war, er ist ein Frühchen, ist mit 1 Kilo auf die Welt gekommen. Und haben gesagt, für mich selber als Mutter habe ich die Verantwortung. Ich blieb bis 4 Jahre daheim. Ich beiß meine Zähne zusammen. Und wenn er dann in die Kinder kommt, dann fange ich an, arbeiten.
was mache ich aber? Ich kann nicht Vollzeit arbeiten als Alleinerziehende. Mhm. Also habe ich schrittweise angefangen, als Reinigungskraft anzufangen. Mhm. Und so bin ich wieder in die Arbeitswelt reingekommen. Und wieso mit 45 eine Lehre begonnen? Eben in der Lebensphase oder Lebenserfahrung der Jahre, was ich bei der Carla gemacht habe. Und dann habe ich halt für mich gefunden, dass Verkauf für mich das Beste ist, weil ich kreativ bin und ich gehe gerne mit Kunden um, ich berate sie gerne und die Kundenfreundlichkeit mag ich und die Leute spüren das auch von mir selber. Okay. Und darum habe ich mich als Verkäuferin beworben und habe aber leider immer Absagen gekriegt. Warum? Weil ich keine Einzelhandelsprüfung gehabt habe oder keine Lehre. Entschuldige bitte, dass ich da jetzt kurz... Du möchtest also die Lehre machen, weil du den Job ohne nicht bekommst? Oder wie war das jetzt? Noch einmal bitte. Also in dieser Zeit habe ich eben, war ich aktiv arbeitssuchend. Und in der Zeit hat man mir immer bestätigt, nein, sie hat keine Lehre, sie kann nicht anfangen. Und dann habe ich halt beschlossen, eine Lehre zu machen mit 45. Die du auch abgeschlossen hast? Abgeschlossen habe, Intensivkurs mit 9 Wochen, was Jugendliche mit 3 Jahren absolvieren. Aber entschuldige, ich habe die Ausbildung auch nicht gemacht. Übrigens. Stimmt. Ja. Hast du dir verdient. Voll und ganz hat sie sich verdient. Aber wie gesagt, ich habe auch keine Lehre im Einzelhandel abgeschlossen und habe es trotzdem zur Filialleitung gebracht. Warum ist das so unterschiedlich? Ist das bundeslandabhängig oder hat man dir das vorgelegt? Das interessiert mich jetzt wirklich. Also ich denke, dass viele Betriebe von dem abhängig machen. Und ich denke, ja, das Ländle, wie man sieht, ist klein. Und das Vertrauen, denke ich, ist nicht da. Oder du sagst auch das Alter, nicht? Das ist. Ich denke, Alter könnte eine Rolle spielen, nicht? Sehr große Rolle. Es gibt ja, es sagt, ja, ich glaube, der Günther auch, es gibt so, ich weiß nicht, magst du dein Alter sagen? Sagst 49. Du dein Alter? 49. Weil es ist so, gerade um die 50 ist es dann immer schwierig, ne? Weil dann denkt man, aha, die verlangt zu viel, weiß zu viel, obwohl man es ja vielleicht weniger auch machen würde. Ne? Aber ich finde, das ist ein Vorurteil. Ja, ich als Mensch mit 49, für mich ist das nur eine Zahl. Genau. Körperlich und seelisch fühle ich mich wie 18-Jährige, kann ich sagen, oder? Mhm. Weil ich kann jede Arbeit bewältigen, oder? Also du hast vollkommen recht, das Problem ist, dass die Unternehmen wirtschaftlich denken. Ja? Und wirtschaftlich, denken ist einfach, auch wenn du weniger dafür verlangen würdest, das Unternehmen oder der Konzern muss dich laut Kollektiv einstellen. Ja? Das heißt, es hilft nichts, wenn du sagst, du würdest das Geld um diesen Vertrag machen, dann kommt die GKK und sagt, sie haben sie falsch eingestuft. Sie müssen das nachbezahlen. Für deine Arbeitsleistung bekommen sie 2 Junge. Das stimmt. Ja, aber trotz allem. Und was ich noch zu dir sagen will, du hast auch mit 36, wie lange warst du bei dieser Firma? Bei welcher? Wo du die Geschäftsführung gemacht hast? Filiale. 3 Jahre. Okay. In der Regel ist es so, dass man zwischen 3 und 5 Jahren das Personal austauscht, weil in dieser Zeit hat man seine Freunde schon angewöhnt, dann ist es also das Klientel, was man hat, und dann tauscht man es aus, dann muss man wieder neue Leute einkaufen. Aber zum das Beispiel. Ist ja Firmenpolitik. Jein. Ich würde mal auf andere Unternehmen ja tippen, aber sicher nicht im Einzelhandel, weil Stammkunden brauchen ihr Stammpersonal. Das habe ich auch gemerkt, wie ich neu in die Filialen gekommen bin. Ich habe 4 Filialen hinter mir. Richtig. Wenn ich neu dazugekommen bin, war die erste Aufgabe, mich bei den Kunden vorzustellen. Das war mir wichtig, persönlicher Kontakt mit den Kunden, weil der soll ja wieder kommen. Ne? Und jetzt schon wieder ein Wechsel und wo ist der andere Filialleiter oder wo? Sag ich, ja, entweder es ist für das Unternehmen gut, dass wir einen Austausch machen, oder es ist für den Kunden gut. Ganz wesentlich zu dir wollte ich noch sagen, ich hätte jetzt als Filialleitung, wenn ich noch in meinem Job wäre, Bedenken, dich einzustellen, erstens wegen dem Alter. Man weiß heutzutage, dass ältere Personen leider mehr Krankenstände haben. Krankenstände bedeutet, dass sich andere Mitarbeiter dann praktisch mehr Stunden aufwürfen können. Nicht jede Mitarbeiterin kann mehr Stunden machen. Das ist mein Bedenken, was ich hätte. Das nächste ist, schwere Lieferungen, da werden Tonnen bewegt.
Wenn du zu mir jetzt ins Sekretariat kommen würdest, ja, und mit mir an meiner Seite praktisch mit meinem Chef die Firma leiten würdest, wäre das überhaupt kein Thema. Dann würden wir uns abwechseln. Aber wenn, sobald ich in einer Filiale stehe, wo ich mich verlassen muss, dass sie die Leistung hat, würde ich es mir Bedenken machen. Aber nichts die Arbeitsmoral wäre da. Also bei Gilda würdest du sagen, ich die arbeitet jetzt nehmen, gerne. Ja? Siehst du, und jetzt kommt der Andreas, der sagt, er glaubt, dass die Arbeitsmoral der Jungen, obwohl man die eher einstellt, nicht die beste ist. Hier ist der Andreas. Du sprichst aus Erfahrung, gell? Also was machst du beruflich? Ja, ich bin Kfz-Mechaniker, bin seit 1999 bei uns im Betrieb und ja, bin eigentlich dort geblieben, weil jeder sagt, nach 3 Jahren muss man austauschen, was ich jetzt gerade gehört habe. Mhm. Ich finde, gutes Personal braucht Zeit, braucht Erfahrung und das dauert ein Leben, gell? Genau, ja, und man kommt mit den Jahren, kommt man rein. Ich glaube, es gibt keine Branche, wo man in 2-3 Jahren vielleicht alles kann. Man ist durch die Leute, die gleich kommen, weil sie die kennen. Und ich glaube, das ist auch wichtig so. Und zudem bist du bei euch im Unternehmen was noch? Der Lehrlingsausbilder. Der Lehrlingsausbildner. Ja. Wie tun sich die Jungen? Ja, es ist schwierig. Ich glaub, lachen der, schon alle. Nein, es ist ja. Der Stellenwert des Lehrlings hat sich, ich glaube, immer verändert sich. Zu meiner Zeit, das ist zwar noch nicht so lange her, es ist über 10 Jahre her. Ja, 1999 habe ich begonnen. Ja. Über 10 Jahre ist es her, wo ich gelernt habe. Der Lehrling, der hat nicht so einen großen Stellenwert gehabt wie heute. Heute kommt jemand und der weiß genau, was er darf. Aber was er manchmal gleich machen muss, das wird oft vergessen. Ich will jetzt überhaupt keine Kritik an irgendeinen jungen Lehrling machen oder so irgendwo. Ich glaube einfach nur, mit dem Alter, mit 14, kommen oft mit 13 Jahren schon von den Schulen zu uns, der braucht kein technisches Wissen oder irgendwas mitbringen. Der muss halt eigentlich nur Höflichkeit haben und ein Interesse. Viel mehr braucht er nicht. Also, und was haben Sie mitunter bei uns nicht? Höflichkeit und Interesse? Naja, ich glaube, das Respekt ist schon ein großer Kritikpunkt, ja. Also das ist naja, da gebe ich dir schon recht, weil ich glaube, wie wir noch klein, also du bist ja noch jünger, aber so Günther, wie wir noch, also wir hatten, glaube ich, wirklich noch großen Respekt vor den Alten. Also das Autoritäre ist sicher weggefallen, auf alle Fälle oder mehr. Und ich glaube, es gibt sicher verschiedene, unterschiedliche Firmen, die was das machen. Und einfach der Lebenswandel von den Jüngeren ist anders. Aber man darf halt nie alle in einen Topf reinschmeißen, das muss man halt auch dazu sagen. Und jetzt hast du einen ganz besonderen Lehrling bei euch. Ja, jetzt habe ich wirklich einen guten Lehrling. Ja. Der hat einfach von Kind auf, wie er schon gekommen ist, der hat genau gewusst, was er machen will. Und der hat auch gewusst, was er werden will und er hat schon immer als Mechaniker daheim schon bei Mopeds gearbeitet und so. Er hat gewusst, was er will. Und da weiß man von vornherein, okay, da kann was werden draus. Warum ist er ein super Lehrling? Hat er was ganz Besonderes gemacht? Ja, er hat ein paar Wettbewerbe mitgemacht und dort hat er halt einen Titel gewonnen, der ist das Beste von ganz Österreich geworden. Mhm. Ja. Und eigentlich ist das wirklich eine Auszeichnung, was ich glaube, der Meinung teilen sich. Aber ich möchte halt schon sagen, dass so ein Lehrling, natürlich, der Lehrbetrieb muss passen, die Schule muss passen, das Elternhaus muss passen, es muss alles passen. Aber wenn ein Lehrling nicht möchte, dann ist egal, was er für Ausbildung hat. Der Lehrling muss wollen und muss dann wollen. Kann er das auch aus eigener Kraft schaffen. Gut, ja. Dann holen wir ihn dazu, den Superlehrling. Herzlich willkommen. Na hoppla, das sind jetzt aber 2. So, jetzt habe ich eine kleine Aufgabe für mein Publikum und für die Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Einer der beiden jungen Männer ist der Spitzenlehrling und einer der beiden hat es im Leben nicht so leicht und ist etwas gestrauchelt. Und bevor wir gleich aufklären, wer ist, lasse ich Sie daheim ganz einfach kurz überlegen. Bis gleich. So, ein paar Sekündchen überlegt.
und sich vielleicht zu ihrer Meinung gemacht. Andreas, der Lehrlingsausbildner, hat seinen Superlehrling mitgenommen. Günther ist der Superlehrling, der Fleißige, der einige Auszeichnungen, zumindest schon eine ganz wichtige, mit nach Hause genommen hat. Und Manfred ist in jungen Jahren leider auf die schiefe Bahn geraten. Und jetzt würde ich gerne von euch wissen, wer ist der Manfred? Genau. Ich meine, wir müssen jetzt nicht groß herumfragen, hätten Sie es richtig erraten? Ja, weil es ist einfach, man macht sich das Bild. Vielleicht hat der oder die hier oder zu Hause richtig geraten sozusagen, vielleicht auch nicht. Manfred, bevor ich mit dem Günther rede, erzähl vielleicht ein bisschen, warum, was ist passiert? Wieso bist du gestrauchelt im Leben? Ja, also angefangen hat es eigentlich schon viel, viel früher in der Kindheit, dass unser Vater uns verlassen hat eigentlich. Und ja, dann war es halt so, die Nachbarschaftskinder und die Umgebung war halt ein kleiner, sage ich mal, wild. Und der Mutter kann halt einen Sohn nicht so erziehen, wie es ein Vater kann. Und ja, dann ist es halt abgegangen ins Erziehungsheim, etwa in 2 Jahren. Und ja, danach habe ich dann alle angefangen. Und während der Lehre, also war ich 2 Jahre in der Lehre. Und welche Lehre? Einzelhandelskaufmann. Okay. Und während der Lehre ist Obers vorgefallen im Betrieb, also halt so Unstimmigkeiten und alles. Dann bin ich gekündigt worden. Und ja, dort war ich halt noch jung und, dumm kann man nicht sagen, aber jung und unerfahrener und bin halt ohne Job mal da gestanden und habe halt nicht mehr weiter gewusst und habe halt gedacht, okay, was mache ich jetzt? Gut. Nimmt man sich halt eine Pistole und macht irgendeinen Raub, oder? Und dann habe ich halt den Blödsinn gemacht. Und durch das ist dann eigentlich das alles ins Rollen gekommen, ja. Und was ist dann ins Rollen gekommen? Dann war ich 3 Jahre in Haft. Mhm. Und nachdem, wo ich rausgekommen bin, ist halt schwierig. Ich habe zwar den Lehrabschluss gemacht in Haft, also ich habe 2 Jahre Praxis gehabt und man braucht 2 Jahre Praxis, um den Lehrabschluss zu machen. Und dann habe ich in Haft wie soll ich sagen, das dritte Lehrjahr selber als angelernt. Ich habe halt niemanden gehabt zum Fragen, wie das geht und ob das jetzt richtig ist. Ich habe halt einfach wieder 5 Kapitel vormüssen und das durch. Aber kann man sagen, dass du quasi in der Haft erwachsen geworden bist? Dass dich das schnell, schon eher, schnell erwachsen werden hat? Ja, schon. Ja, stimmt schon. Und ich habe halt gedacht, wenn jetzt der Lehrabschluss, wenn ich den nicht irgendwie jetzt zum Erledigen kriege, dann waren halt die 2 Jahre umsonst. Oder? Und dann habe ich halt am Ministerium schreiben müssen, auf Wien, dass ich einen Ausgang kriege. Dann bin ich mit begleiteten Beamten Wirtschaftskammer gefahren auf Dornbirn, habe den Lehrabschluss gemacht, bin wieder zu Kinhäfen, dann eben nach Oberösterreich für eben 3 Jahre. Und eben, wo ich dann entlassen worden bin, mit 0 Euro Schulden reingegangen, mit 65.000 Euro Schulden rausgekommen. Also ich habe vorher nie was geleast oder kein Auto gehabt, also Schulden gar nichts gehabt. Und eben dann mit 65.000 Euro Schulden rausgekommen. Wieso mit Schulden raus? Ja, das waren halt so Zivilverfahren und Schmerzensgeld und wie es halt ist, oder? Und eben danach war es halt schwierig, rauskommen und irgendwie den Schuldenberg wieder zum Wegkriegen. Und ich habe, klar, arbeiten muss man, ist klar, das war immer schon die Einstellung von mir, aber es ist halt schon schwierig und es sind halt mehr Türen verschlossen, wenn man sagt, du, ich war jetzt 3 Jahre im Häfen. Das heißt, man kann sagen, Manfred, du möchtest arbeiten, du bist arbeitswillig, du tust und machst, ja, aber es ist nicht so einfach, wie wenn du startest, quasi bei null. Genau, ja. Also es war gar nicht, es war echt nicht leicht. Es ist auch für jeden Chef, logisch, dass wenn einer sagt, du, ich war dort und dort, dass man kleine Bedenken hat. Hat dann aber gut hingehaut. Dann war ich 2 Jahre beim, also Lagerist. Das hat dann aber mir nicht so gefallen, weil da bin ich halt für 1100, 1200 Euro bin ich 12, 13, 14 Stunden am Arbeiten gewesen. Und man hat halt gewusst, das ist der Häfinger, der kriegt eh keine andere Stelle, den nutzt man jetzt immer ein bisschen aus. Du meinst, die haben dich ein bisschen gedruckt sozusagen? Ja, halt ausgenutzt mehr. Aha, aha. Also wenn man am Samstag gearbeitet hat, hat man am Schluss nicht einmal mehr gefragt, wer will, sondern der macht mal, das. Und wir reden gleich weiter. Ich möchte nur ganz kurz den Günther, weil er da sitzt. Günther, bitte. Bei dir war es klar, das ist dein Ziel, du hast genau gewusst, was du machen möchtest. Du möchtest der Kfz-Mechaniker werden. Ja, das war immer schon mein persönliches Ziel. Was hast du gemacht, das kleine Bub immer? Ah ja.
Also ich hab immer schon gesagt, ich will Mechaniker. Ich habe es zwar nicht aussprechen können, aber ich habe es gemeint, dass es werden wir. Ich habe zwar Moneymaker gesagt dazu, aber es ist im Prinzip... Ist auch nicht schlecht, ja. Ich habe im Prinzip Mechaniker gemeint, ja. Okay. Also ich bin ja eigentlich im Prinzip durch Zufall zu den Wettbewerben gekommen. Mhm. Schon in Kärnten einen weiten Wettbewerb mit dem zweiten Platz abgeschlossen. Mhm. Bei der Staatsmeisterschaft habe ich halt den ersten Platz gekriegt. Mhm. Für mich selbst ein bisschen verblüffend. Ja. Habe ich selber nicht damit gerechnet. Aber ja, mich interessiert der Beruf. Okay. Dich interessiert das so sehr, dass du den Traum verfolgt hast. Würde dich auch ein Job im Einzelhandel interessieren? Es ist so, gell? Wenn ich jetzt sage, bevor jetzt 3 Jahre daheim habe, mache ich das. Gell? Mhm. Aber dass ich extra mich für sowas bewerben würde, gell? Nicht. Nie im Leben. Das heißt, so wie es der Günther macht, so der Günther, 2 Jobs mit einem Fuß im anderen? Ja, aber nachher nicht Einzelhandel als Zweitfuß. Nein. Nein, es ist dann wäre es was. Günther, hast du zugehört bei Manfred? Der sagt, es ist halt nicht so einfach. Und um 1.200 Euro ist es... Naja, es gehen ja viele Leute um 1.200 Euro arbeiten, viele Frauen, speziell im Einzelhandel. Und auch natürlich viele Mechaniker, Tischler. Mhm. Das ist ja das Problem. Dass dann viele sagen, naja, zu Hause sitzen mit 900 Euro Mindestsicherung, muss ich mir die Hände dreckig machen und gehe ein bisschen 300 frischen. Mehr. Mhm. Naja, aber warum ist es wichtig, trotzdem arbeiten zu gehen, auch wenn man quasi nicht so viel mehr kriegt, als wenn man zu Hause bleibt? Ja, es geht ja auch um das persönliche Bedürfnis, zur Gesellschaft zu gehören. Nicht? Weil sonst dann sagen ja die Leute mit den Fingern auf ihm. Manfred, und jetzt bist du ja auch noch Papa, ne? Ja, ja. Also jetzt musst du ja Papa. Erst recht. Ja, klar. Eben. Also ich sage ja, ich hab voll nicht die Einstellung, ich will lieber arbeitslos machen und verdiene dasselbe. Also ja. Wie gesagt, ich bin aus dem Häfen rausgekommen, war noch, ich glaube, einen Monat oder so, arbeitslos, gleich schon wieder am Arbeiten. Und oder noch, es hat nie so, oder schon bei der Job gewechselt habe, hat es nie so Arbeitslosigkeit gegeben. Also es war vielleicht ein Monat oder 2-3 Wochen und dann war ich aber schon wieder im nächsten Job. Nur was ich halt sagen wollte mit den 1200 Euro, es ist halt, wenn du einen Batzen Schulden hast, wo du eigentlich da bleibt aus einem nichts gar nichts, hast dann? Und dann noch 1200 hast und dann die Jause, Verpflegung, Miete, bla bla bla, dann bist du schon überlegen, ich nehme lieber was, wo vielleicht weniger und dann habe ich nicht. Ja. Genau, das ist. Oder aber Schichten gehen oder so in der Nacht arbeiten ist ja egal. Nur halt, dass sich das Einkommen nicht deckt mit dem, was ich Ausgaben habe, sondern dass ich auch kleine. Und was machst du jetzt beruflich? Habe. Jetzt gerade momentan bin ich arbeitssuchend. Okay. Also ich wollte nach dem Boflost vor 2 Monaten, also da war ich vierte Jahr, wollte ich mich selbstständig machen, habe einvernehmlich gekündigt, hat alles tiptop passt. Und das war es dann der Punkt, wo ich sage, war der Staat ein Arsch, wenn ich das so sagen darf, weil ich wollte eben selbstständig sein, um mich weiter ausbauen oder zum einfach mein eigener Chef sein, selbstständig, heißt selber und ständig arbeiten ist gleich, aber halt, ich wollte nicht mehr der Trottel für jemanden sein, oder? Und dann wollte ich einen Gewerbeschein machen und den habe ich nicht gekriegt, aufgrund der Vorstrafen. Also, das ist wieder so ein Wartenschwanz, oder? Ich wollte mich selbstständig machen, blöd gesagt, mich verwirklichen. Entschuldige, dass ich jetzt unterbrich. Ja. Aber war nicht vernünftiger gewesen, zuerst den Gewerbeschein zu machen oder sich halt zu erkundigen und dann zu kündigen? Nein, ja, aber das weiß ich ja nicht. Ja. Halt, weißt du, wie man, oder? Eva. Und? Ja, zuerst absichern und dann kündigen. Ja, was ich aber noch sagen wollte, ich als Unternehmer würde dich eher einstellen als ihn. Warum? Wen? Ihn als ihn? Manfred eher als den Günther? Manfred eher als den Günther. Warum? Er macht auf mich einen besseren Eindruck, weil er bemüht sich beim Reden. Und er ist vielleicht auch dankbarer, dass er den Job hat und wird sich deswegen auch mehr anstrengen. Erstens einmal, er hat auch ein Kind hinten dran hängen. Ich weiß selber, was das bedeutet, dass man den Job festhält, um praktisch das Kind zu versorgen. Also wie gesagt, ich würde, Hochachtung, dass du dich das alles sagen traust, ja? Ja, klar. Ich würde dich eher einstellen, weil ich weiß, ja, er würde, der Günther, der würde verdient einen Preis nach dem anderen. Würde sicher einen anderen Job eher bekommen als der Manfred. Ich würde ihm die Chance geben. Jeder muss arbeiten und es wird immer nur außen rundherum geredet. Die Leistung muss passen. Und in jedem Beruf ist es möglich, dass ich sage, ich kann 2 Wochen, 3 Wochen, ich kann einen Monat, ich kann 2-3 Monate auf Probe arbeiten und dann kann ich es noch immer entscheiden. In den 3 Monaten verdiene ich genauso wie jeder andere. Und
generell von außen hin, in der Zeit sind wir näher, wo man das eigentlich verurteilen kann, wie jemand ausschaut oder was jemand gemacht hat, oder da gebe ich Ihnen schon recht, aber nur ein Unternehmer, der was selbst auf jeden Euro schauen muss, dass der dorthin schon schaut, ist halt auch selbstverständlich. Ich habe ja auch die Lehrlingsausbildung, das heißt, ich darf im Prinzip auch Lehrlinge ausbilden, egal in welcher Branche, das ist übergreifend. Es ist ja auch sehr schwierig, Lehrlinge zu kündigen. Der macht jetzt die ersten 3 Monate einen super Eindruck, Holderow, alles super, top, kommt pünktlich, ja, und nach 3 Monaten, wo es dann praktisch die Frist vorbei ist und er fix übernommen wird, dann kommt er alkoholisiert ins Geschäft, dann kommt er vielleicht gar nicht ins Geschäft, dann geht er nicht in die Schule, so. Und dann gibt es ja gewisse Fristen, die ich einhalten muss, um dass ich ihn überhaupt kündigen kann. Und dafür ist das Unternehmen auch schwierig, wie wäre ich den Lehrling, der im Prinzip überhaupt kein Interesse im Unternehmen hat, wieder los. Davor haben auch viele Unternehmen Angst, ja. Wenn ich jetzt kurz unterbreche, du kannst ja auch ein Ziel haben, es war wahnsinnig erfolgreich verfolgen und dann bedingt durch eine Krankheit deine Pläne komplett umwerfen. Und deswegen stehe ich jetzt da hinter der Kathi, die ja nie vom Staat leben möchte, gell? Immer gearbeitet hat, aber deine Pläne, Kathi, waren ja ganz andere. Wie hast du begonnen? Also wo hättest du hingehen sollen? Also es hätte hingehen sollen in die Reiterei und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Also ich wollte Reitlehrerin werden, habe auch diese Pferdefachwirtschaftsschule gemacht und ja, bin dann krank geworden und musste leider damit aufhören. Und ja, nach vielen Jobs auch und viel Erfahrung sammeln, bin ich jetzt in der Kosmetikabteilung und habe ein eigenes Nagelstudio in Maria Enzersdorf. Mhm. Das heißt, es ist etwas, du hättest dich ja nie dort gesehen eigentlich, weil ich meine Pferde und Pferdestall und Ausmisten und ich weiß nicht, wo alles. Und dann halt Nagelstudios. Genau, ist halt was ganz was anderes. Mhm. Und ja, das ist gesundheitshalber, musste ich halt leider aufhören. Genau, weil du hättest auch nie gedacht, dass du mal quasi arbeitslos, also dass du diesen Job jetzt verlierst oder den Weg nicht genau. mehr weitergehen kannst. Also ich wäre nie einen anderen Weg gegangen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich wollte immer was machen, wo ich mich verwirklichen kann und wo ich sage, das mache ich bis zu meinem Lebensende. Okay. Und warum nicht vom Staat leben? Du hättest ja sagen können, na gut, dann lehne ich mich jetzt mal zurück und genieße ein bisschen das Leben. Nein, geht gar nicht davon. Ich bin viel zu aktiv und das kommt für mich gar nicht in Frage. Also zu aktiv und möchte mein Leben selber bereichern und viel Erfahrung gewinnen und würde ich jeden Job annehmen, ganz egal wie viel ich verdiene, Hauptsache ich arbeite und lerne für mein Leben dazu. Manfred, jetzt bist du zu Hause quasi auf der Suche, was möchtest du denn gerne arbeiten? Ja, ich sag, möchten arbeiten, war eigentlich schon immer eigentlich wurscht. Also ich mag halt nicht wieder so einen Job machen, wo ich der Deschek bin. Ja, so. Ich würde gerne so noch Manfred, ja, genau. Wie oft glaubst du, dass du, was sie vorher angesprochen hat, bei deinen Bewerbungen schreiben, ja. Wie oft du vorher aussortiert gut bist, weil jetzt zum Beispiel so einer, wie sie jetzt behauptet hat, dass die eher dir die Möglichkeit gegeben hat wie mir. Wie oft glaubst du persönlich, dass du von so einer aussortiert guten bist, eben wegen deinem polizeilichen Führungszeugnis? Kann ich das sogar sagen, 19 Mal. Also ich habe, ohne Lügen, es waren genau gerade aus 20 Bewerbungen, was ich geschrieben habe. Und bei der letzten habe ich mit der Bewerbungshelferin noch gesagt, bei dem Lebenslauf habe ich halt hingeschrieben, die letzten 3 Jahre, was ich halt gemacht habe, oder? Und bei der letzten Bewerbung, echt wie lustig es war, haben wir das nicht reingeschrieben. Also wir haben schon Aufenthalt in Oberösterreich, diverse Tätigkeiten, weil da war ich ja intern halt einmal Schlosserei, einmal Metzgerei, einmal Wäscherei, verschiedene Jobs gemacht. Und dann habe ich es im Lebenslauf einfach nur in der Aufenthalt in Oberösterreich, aber nichts, also nicht Haft oder sonst was. Habe dann die Möglichkeit gekriegt zum Schnuppern kommen, war Probearbeiten, habe am Abend unterschreiben dürfen. Habe dann gedacht, okay, ich warte jetzt eine Woche, zwei da, doch noch, bis sie den Mensch kennenlernen. Also nicht nur du, ich bin ein Helfinger und fertig, sondern dass sie mich wirklich kennenlernen. Und bin nach 2 Wochen dann zum Chef und habe mit der Bewerbungshelferin zusammen, haben wir es eben klar gemacht. Und er hat dann auch am Anfang gesagt, so, ja, aber das muss man gleich sagen und das ist nicht gut gewesen und so. Und dann hat die Bewerbungshelferin zu ihm gesagt, was hättest jetzt du gemacht, wenn er reingeschrieben hätte, im JVA Garsten. Dann hätte er gesagt, dann hätte die Chance nicht gekriegt zum Probearbeiten kommen. Und dann hat sie gesagt, eben schau, darum haben wir das jetzt nicht reingeschrieben, es ist nicht... Nicht verleugnen oder so. Ja. Wir hätten sie, also ich habe sie ihm ja sowieso gesagt, nur ich wollte ihm nicht der erste Eindruck des der Häfinger so der Eindruck bringen, oder? Sondern dass er mich kennenlernt, sieht, wie ich arbeite im Team,
mit zuverlässiger bin und so und dann plötzlich offen werden, oder? Mhm. Und eben, das waren, darum war es ganz genau, man hat es in dem Fall 19 Mal verschoben. Mhm. Ja. Ja, aber und das sind die Vorurteile, was man schon vorab vom Personalbüro kriegt. Von dem abgesehen vom Chef oder von der Chefitäten. Und das finde ich schlimm. Weil das macht denn die persönlich wieder down, oder? Weil wenn man Absagen kriegt, das macht die ja nicht glücklich. Naja, aber dann stimmt es nicht. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, weil dann brauche ich einen Lebenslauf auch keinen geben. Also ich als Firmenchef, wenn ich ein Firmenchef bin, möchte ja wissen, was mein Arbeiter gemacht hat. Egal, jetzt nicht von seinem Anfall, nicht seine Geschichte, sondern generell, ich möchte wissen, was er getan hat. Ja, und klar. Ich möchte auch wissen, ob der zu meinem Team passt. Okay. Und ich habe ja auch mein, wenn, ich ein Unternehmen, wenn du ein Unternehmen hast, da hast du ja Verantwortung. Und wenn ich glaube, der passt nicht zu meinem Team, egal, jetzt nicht auf meinen Vater, auf irgendeine andere Beziehung, dann kann man den Lebenslauf sowieso weglassen. Ja, aber warum, wenn man zum Beispiel die Anzeige den Lebenslauf schickt und sich bewirbt und dann auf diese Absage kriegt, das finde ich komisch. Weil ich habe in meinem Leben nie so viel Erfahrung gesammelt. Ich habe Staplerführerschein gemacht. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Ich habe Sommelier gemacht. Ich habe so viel gemacht. Ich bin angelernte Friseurin. Wo ich mich bewirb, habe ich immer Absagen gekriegt, weil kein Abschluss da ist. Und ich finde, das ist ein Vorurteil. Warum tut ihr eine Person schon abschieben und nicht schon versuchen, klar, den Menschen mal kennenlernen? Chance geben. Ne? Das Praktische, nicht das Menschliche oder das Schriftliche. Naja, das Praktische, das ist ja kein Vorteil. Ich meine, das ist das, man bewirbt sich mit seinem Lebenslauf selbst. Ja. Und ich finde ja, dass was Positives einen Abschluss haben. Ja. Weil sonst würde das ja nicht geben. Und das zeichnet eigentlich aus, dass ich in meinem Bereich, wo ich den Abschluss gemacht habe, eine Qualitätsleistung gebracht habe. Ja. Andreas, wenn ich unterbreche, wäre es sinnvoll, dorthin zu gehen, wo man gerne arbeiten möchte? Also den Lebenslauf einfach zu sagen, lasst mich einen Tag mitarbeiten. Ich mache das jetzt gratis. Ich möchte nur zeigen, wie ich mich. Gibt es mir eine Chance? Ich glaube, das wäre vielleicht eine gute Idee, aber ich glaube nicht, dass geht das nicht so umsetzbar gut. ist. Gell? Ja. Aber was ich nicht verstehe, das ist halt das, wenn ich wirklich das so begeistert habe und ich alles gemacht habe, warum kann ich mir nachher nicht sagen, okay, jetzt mache ich den letzten Schritt auch noch? Das verstehe ich nicht. Also dann mache ich den letzten, ich brauche keine Auszeichnung, ich brauche gar nichts, ich brauche einfach den Abschluss haben und fertig. Warum nicht? Das verändert mein Menschen auch nicht. Aber ich kann das einfach, die Wirtschaftslage ist so, da können wir alle nicht anders drehen. Und warum kann ich denn sagen, okay, ich mache den Abschluss. Warum mache ich denn meine Abschlüsse? Oder ja, Weiterbildungen? Sie haben ja den letzten Schritt, haben sie nicht mehr, den Abschluss selbst. Ja. Ohne Lehrabschluss. Das ist ja, aber egal, Lehrabschluss, das habe ich ja gemacht, die Einzelhandel. Aber von diversen Schulungen oder Staplerführerschein, das anerkannt man nicht. Also im Lebenslauf. Warum nicht? Ich habe es gemacht, dass ich vielleicht eine Chance mehr im Berufswelt kriege. Aber was kriege ich im Nachhinein zu hören? Na, sie haben keine Praxis. Wenn ich es nicht ausüben kann, wie soll ich denn die Praxis haben? Ja. Das Problem ist, dass diese Kurzausbildungen, diese 9 Wochen, hast du gesagt, ja? Das war die Lehrabschlussprüfung. Ja. Aber Lagerlogistik mit Staplerführerschein, das waren 3 Monate. Naja, aber das ist schon richtig. Ein Staplerführerschein kann man in 3 Tagen auch machen. Weil die Praxis fällt dann. Ja. Und, aber 9 Wochen Schule, also Lehrabschlussprüfung, der andere muss 3 Jahre lernen, also das kann es auch nicht sein. Gut, dass ich da jetzt gerade sitze. Ihr könnt euch ja nochmal austauschen während eines Cafés. Die Frau Magistra Petra Draxl ist Landesgeschäftsführerin des AMS in Wien. Ich habe jetzt ganz viele Fragen stehen, aber vielleicht fangen wir einmal mit jener an, was man denn tut bei Arbeitslosigkeit im Alter. Weil man hört doch immer, dass gerade die Menschen 50 plus, gerade um 50, dass die es ganz besonders schwer haben. Und Frauen sowieso auch. Ja, die haben es ganz. Darf ich noch eins sagen zu dieser Diskussion? Ja, darf ich noch? Ja.
wenn ich es richtig, ich kenne jetzt Ihre, der Gildere Geschichte ja, nicht Gilder. Ganz, der Gildere, aber ich denke, sie hat einen außerordentlichen Lehrabschluss gemacht, der ist ganz normal wie jeder andere Abschluss, sozusagen sie haben ihre Praxiszeiten gemacht, die werden von der Wirtschaftskammer anerkannt, das ist sozusagen ein gleichwertiger Abschluss, wie wenn der Günther jetzt bei Ihnen die Lehre macht. Ja, es gibt zwei Formen in Österreich, es gibt sozusagen den Lehrabschluss, den ich mit 15, 16 mache, Menschen, die älter sind, die aus der Berufserfahrung heraus den Lehrabschluss machen, und der ist ganz gleich von der Wirtschaftskammer, muss abgenommen werden, man muss dort die Prüfung machen, ist keine AMS-Prüfung, sondern eine Prüfung bei der Wirtschaftskammer, und ich glaube, Sie haben sozusagen den gemacht, und alles, was die 9 Wochen war, ist, es gibt bestimmte Vorbereitungskurse hier auch noch, wo man dann sozusagen sehr intensiv für die Prüfung noch einmal lernt, aber das ist gleichwertig. Nur sozusagen gibt es eben die Möglichkeit, einen Lehrabschluss auch noch einmal nachzuholen. Und um jetzt zu Ihrer Frage zurückzukommen, ist auch wichtig für ältere Menschen, den Lehrabschluss, also sozusagen wirklich noch einmal Abschlüsse nachzuholen. Aber neben einstellt man dann lieber den Jungen und nicht die 50-Jährigen. Ja, das ist richtig. Also wir sehen sozusagen, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, Menschen, die über 50 sind, das ist extrem schwierig, weil da kommt sozusagen viel an Vorteilen, an Bildern, manche stimmen nicht zusammen. Arbeitslosigkeit kann ja in Wirklichkeit gar nicht vermieden werden, oder? Ganz schwierig, sage ich. Also man muss sehen, wir haben in Österreich arbeiten jetzt 3,5 Millionen Menschen. Wenn wir uns die anschauen, dann können wir sagen, ca. 800 bis 900.000 arbeiten in sehr sicheren Arbeitsverhältnissen. Das heißt entweder beim Staat oder staatsnah. Ja. Und der Rest hat sozusagen, da ist die Chance, dass sie arbeitslos werden, eine relativ hohe. Ja, da muss man wirklich sagen, dass Personen, wenn wir es uns so anschauen, ja, dass Personen, die jetzt, sage ich, diese 2,7 Millionen, dass die ihren Arbeitsplatz häufig wechseln. Ja, das kann unterschiedliche Gründe, das kann Saisonarbeit sein, das kann sozusagen Gründe haben, dass die Firma im Konkurs geht, insolvent wird, das kann Gründe haben, dass Dienstverhältnisse aufgelöst werden. Und da muss man sagen, eine Person, ja, kann das jetzt selber nicht verhindern. Das sind auch große Unternehmen, wo man sagt, na, das sicher nicht. Und auf einmal geht es zack, 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 zack. Haben wir ein Beispiel wird, gehabt, nicht? Wie oft wird ein Österreicher im Durchschnitt, Österreicherin, arbeitslos? Genau, wenn wir jetzt von diesen Menschen reden, die da wechseln öfter, muss man sagen, da hängt sehr stark von der Ausbildung ab. Wenn Sie eine qualifizierte Person sind, also das heißt, Sie haben ein Studium gemacht, Sie haben eine höhere Ausbildung, dann werden Sie im Schnitt in Ihrem Leben circa 1,5 Jahre arbeitslos sein. Also auch ich war kurze Zeit einmal arbeitslos. Ich bin sozusagen klassisch von dieser Zielgruppe. Wenn Sie eine Lehre haben, wie der Günther, dann ist die Wahrscheinlichkeit im Leben Durchschnitt natürlich, dass er 3,5 Jahre arbeitslos sind. Wenn Sie keine Ausbildung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie 12 Jahre arbeitslos werden. Also das heißt, es steigt rasant, ja, also Menschen ohne Ausbildung. Männer, Frauen? Männer, Frauen, muss man sagen, ist da ziemlich, also sozusagen ziemlich gleich. Ja. Okay. Frauen sind ein bisschen weniger betroffen von Arbeitslosigkeit, Männer ein bisschen mehr betroffen von Arbeitslosigkeit. Aber potenziell muss man sagen, das Hauptkriterium ist die Ausbildung. Also Menschen, die keine Ausbildung haben, sind einfach wesentlich öfter betroffen, weil natürlich in Hilfsjobs viel mehr gewechselt wird. So, was tut man jetzt bei Arbeitslosigkeit? Was tun? Also in jungen Jahren, vor allem im Alter. Jetzt sage ich, in jungen Jahren halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass Jugendliche, ob sie jetzt 15, 16 bis 25, ja, von mir aus auch 26, eine Ausbildung machen. Ja, das ist so ganz wichtig, dass man sich und dass man noch einmal den Anlauf schafft. Ich weiß oft, ich meine, der Manfred ist ja nicht der Einzige, wo man sagt, das hat nicht gleich funktioniert, aber noch einmal den Anlauf machen, noch einmal hingehen, noch einmal sich von uns unterstützen lassen, dass man zu einer Ausbildung kommt. Ja. Bei allen anderen muss man sagen, es ist ganz wesentlich, dass man sehr rasch wieder sucht, dass man sozusagen rasch ein erstes Angebot annimmt, weil jeder Tag, wo man wieder in Arbeit sind, Sie schildern das ja auch alle hier, ist wichtig, weil Sie daran gemessen werden. Ja, je längere Arbeitslosigkeit dauert, desto schwieriger ist es einzusteigen. Also das und gibt es Bereiche, wo man sagt, da wäre es jetzt gar nicht so schlecht, eine Ausbildung zu machen? In der Altenpflege hört man immer, ist im Gesundheitsbereich der... Ja, jetzt sage ich mal, wenn wir uns anschauen, was besonders gefragt ist, muss man sagen, ist natürlich alles, was im technischen Bereich ist.
ja, aber natürlich auch im klassisch-handwerklichen Bereich. Ja, also überall dort, das sind gefragte Jobs, also jetzt sage ich alles, was mit Technik, mit ja, wenn wir an Firmen also, denken, ob das Elektrotechnik, ob das Mechanik ist, ob das Mechatronik ist, wenn ich jetzt bei Lehren bin, ja, bis hin zu Programmierer etc. Aber also, den Tischler wird man auch immer brauchen. Aber den Tischler wird man auch immer brauchen, genau. Also alles Handwerkliche. Und natürlich, jetzt sage ich, im Servicebereich ist das, was wir unter Altenpflege, Altenbetreuung haben, ist klar, dass das nach wie vor natürlich ein Bedarf ist. Und Tipp vielleicht noch an die Schilder? An die Schilder? Na, ich habe gedacht, sie macht ja das Richtige, nämlich zu sagen, ich mache möglichst viel an Aus- und Weiterbildung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Sie hat den Lehrabschluss noch gemacht. Ja. Und die Frage ist, was wollen Sie machen? Das habe ich mir auch ein bisschen überlegt. Ne? Bitte? Visagistin. Oder Maskenbildnerin. Okay, und wenn das nicht klappt, dann? Dann Kreatives, Modebereich, Verkauf. Okay. Also na gut, nur dass man es wissen, wenn jemand zuschaut und sagt, genau. Herrst, die gefällt mir, hat jetzt so eine tolle Art, ich möchte sie einstellen. Ich bedanke mich bei euch und ich bedanke mich bei Ihnen. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ich hoffe für Sie, dass Sie Ihren Traumjob gefunden haben, dass Sie da auch sicher aufgehoben sind. Das wollen wir gemeinsam hoffen, dass sich was tut am Arbeitsmarkt. Tut sicher eh ein bisschen was, geht ein bisschen positiv rauf die Kurve. Und nicht, dass Sie vielleicht wirklich in so ein tiefes Loch fallen, aber auch da ist es wichtig, sich immer neu zu orientieren. Ich wünsche Ihnen wirklich das Gute. Und wenn Sie für Manfreds oder für Gilda vielleicht einen Job haben, dann zögern Sie nicht. Wir werden das gerne vermitteln und euch zusammenbringen. Danke fürs Zuschauen. Ihnen alles Gute. Baba. Früher hat sich eine gute Mutter um Mann, Kinder und die Hausarbeit gekümmert. Das ist heute ganz anders. Kaffeehaus, Rauchen, Ausgehen, was seid ihr für Mütter? Melden Sie sich unter 0900 91 00 98 und machen Ihren Ärger Luft.